Heute kommen wir zu einem Kapitel, das anschließt an das Kapitel über die kovariante Ableitung. Denn jetzt, wo Sie also wissen, was die kovariante Ableitung ist und auch an einem Beispiel schon gesehen haben, wie sowas funktioniert, sollten Sie also wirklich ein Gefühl für die kovariante Ableitung bekommen haben und für die Sinnhaftigkeit dieser kovarianten Ableitung, dass sie sich eben unterscheidet von dieser üblicherweise bekannten partiellen Ableitung, weil bei der partiellen Ableitung eines Tensors erster Stufe im Allgemeinen kein Tensor mehr herauskommt und man daher damit auch nichts wirklich Sinnvolles erhält. Wenn man wirklich wissen will, ob sich ein Tensor, sagen wir ein Vektortensor erster Stufe, im Raum ändert, wenn man von einem Punkt zu einem anderen übergeht, dann genügt es nicht, sich die partielle Ableitung anzuschauen, aber die kovariante Ableitung sagt es Ihnen. Dann wissen Sie, ob dieser Tensor parallel bleibt und gleich bleibt, wenn man von einem Punkt zu einem anderen übergeht oder nicht. Jetzt, wo wir diese kovariante Ableitung haben, wir haben sie definiert für Skalare und für Vektoren für Tensoren erster Stufe, also für Vektoren. Jetzt können wir damit auch die Vektordifferentialoperatoren, die Sie ja an sich schon längst kennen, auch aus dieser Vorlesung. Im Wintersemester haben wir sie schon eingeführt, aber wohlweislich nur damals für kartesische Koordinaten. Die können wir jetzt allgemein einführen und sind beim Rechnen mit Gradienten, Divergenzen und Rotationen nicht mehr auf kartesische Koordinaten und orthonormierte Basisvektoren beschränkt, sondern wir können das jetzt in beliebigen Koordinatensystemen. Und das kann man also weidlich ausnützen. Und wir werden also heute einmal die Vektordifferentialoperatoren aufschreiben für allgemeine Koordinaten. Das ist also nur mehr ein Klacks. Alles ist bereits vorhanden. Die Bühne ist fertig sozusagen. Und dann gleich zwei Beispiele machen. Das habe ich Ihnen schon versprochen am Anfang dieses Semesters, wo wir da das elektrische Feld einer Punktladung betrachtet haben und das Magnetfeld in der Umgebung eines dünnen, stromdurchflossenen Leiters. Das konnten wir also nur in kartesischen Koordinaten machen und wir haben uns also da die Divergenz oder die Rotation dieser Felder ausgerechnet. Ein bisschen kompliziert, naja, aber halt doch immerhin, man hat wissen müssen, wie man das macht. Jetzt greifen wir das wieder auf. Jetzt haben wir also schon ein mächtigeres Arsenal in der Hand sozusagen, sind nicht beschränkt auf die kartesischen Koordinaten und Sie werden sehen, dass das also jetzt, wenn man das hat, viel einfacher geht. Also beginnen wir einmal, die Differentialoperatoren überhaupt zu definieren. Nach meiner Zählung müsste das Kapitel 23 jetzt sein. Wir haben ja da jetzt beide Semester durchgezählt sozusagen. Vektordifferentialoperatoren. In krummlinigen Koordinaten. Da sage ich bewusst in krummlinigen Koordinaten und nicht in gekrümmten Räumen, weil Sie sind ja jetzt schon sich klar darüber, dass das nicht dasselbe ist. Wir werden also jetzt jedenfalls
bei den Dingen, die wir heute als Beispiel besprechen, alles im R3 behandeln. Das ist insbesondere bei der Rotation sehr wichtig, weil da kommt der Epsilon-Tensor vor und der geht nur im Dreidimensionalen. Also wir bleiben im R3, im Raum unserer räumlichen Anschauung. Und dennoch ist es sehr zweckmäßig, dort nicht immer nur kartesische Koordinaten zu verwenden, sondern so etwa Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten. Die sind zwar krummlinig, aber der Raum, in dem sie sich befinden, ist ein euklidischer Raum. Also das muss man immer wieder auseinanderhalten. Während wenn man nur eine Kugeloberfläche betrachtet zum Beispiel, das ist dann ein zweidimensionaler Raum und das kann man natürlich dann auch mit Kugelkoordinaten und zwar nur Theta und Phi dann anschauen, so wie die Geographen mit Länge und Breite. Das sind krummlinige Koordinaten wieder, aber in einem gekrümmten Raum. Diese Vektordifferentialoperatoren sind hier in krummlinigen Koordinaten gemeint und das kann sein in einem euklidischen Raum und kann sein in einem gekrümmten Raum. Aber anwenden werden wir es wieder auf die Situationen, die jetzt für uns natürlich nach wie vor das erster Linie wichtig ist, auf Anwendungen im euklidischen Raum. Also schreiben wir das einmal auf. Aus dem Ende des Wintersemesters wissen Sie schon, wie das gegangen ist. Wir hatten den Nabla-Operator und wir haben zum Beispiel den Gradienten eines Skalars Lambda, die ite Komponente, aufgeschrieben als Nabla I Lambda, wobei Nabla I d nach dxi war. Können Sie sich gut erinnern. Das lassen wir jetzt so stehen, aber dieses Nabla i ist in unserer jetzigen Terminologie, das haben wir auch schon so aufgeschrieben gehabt, etwas allgemeiner. Das ist Lambda Kovariant nach i. Und da haben wir aber gefunden, damit haben wir eigentlich begonnen, uns mit kovarianter Ableitung auseinanderzusetzen, dass das bei Skalaren ja gar nichts Neues bringt, sondern es bleibt dabei, das ist d Lambda nach dqi. Und es zeigt sich, haben wir gesehen, habe ich Ihnen vorgeführt, dass diese Größe ein kovarianter Tensor erster Stufe ist, weil sich's richtig transformiert. Und warum ist das so? Warum ist diese kovariante Ableitung da nichts anderes als diese naive Ableitung, von der ich immer spreche? Weil Skalare ja sich nicht auf Basisvektoren beziehen. Für Skalare, um die zu beschreiben, braucht man ja gar keine Basisvektoren. Daher ist es dem Skalar auch wurscht, ob sich jetzt von einem Punkt auf einen anderen übergeht, das Basisvektorsystem ändert. Der braucht es ja gar nicht. Und nur logisch ist daher, dass das so einfach bleibt. Also damit sind wir mit dem Gradienten schon fertig. Das nächste war Divergenz eines Vektors V-Pfeil. Nur die Divergenz ist nach wie vor ein Skalar, daher braucht man da gar keinen Index herschreiben. Na, und das ist natürlich so, wie wir es ja kennen, Nabla I, VI. Und da hätte man dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3 und wenn das alles in orthonormierten Basisvektoren ist, ist auch Co- und Kontravariant wurscht. Das heißt, das wissen Sie alles. Aber jetzt ist die Geschichte so, dass wir schreiben, das ist vi kovariant nach i. Also da wird summiert über das i. Kann man natürlich, nicht? Vi kovariant nach i. Naja, und das ist jetzt etwas, was man schon etwas umschreiben muss. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Denn, also da haben wir die kovariante Ableitung eines Vektors. Das ist also gleich einmal die
naive Ableitung des Vektors dvi nach dqi, so wieder da oben, aber damit sind wir noch nicht fertig, sondern jetzt kommt dazu plus Gamma i j v j. Also i j v j. So haben wir das definiert. So ist uns das als kovariante Ableitung herausgekommen. Das verwenden wir hier ebenso. Also hier treten die Christoffel-Symbole auf. Für die Divergenz, da braucht man sie jedenfalls. Und jetzt haben wir dann außerdem noch die Rotation aufzuschreiben. Insbesondere die geht nur im dreidimensionalen Raum. Darauf habe ich ja auch bereits genau hingewiesen, wie wir über den Epsilon-Tensor geschrieben haben, gesprochen haben. Das brauchen wir jetzt natürlich wieder. Also haben wir da Rotation V-Pfeil. Das ist ein Vektor. Da schreiben wir zum Beispiel die Kontravariant-Ite-Komponente auf. Und was haben wir da? Das lässt sich jetzt wieder genauso mit Hilfe des Nabla-Operators aufschreiben, wobei, das ist das Angenehme, da kann man dann praktisch anschließen an das Einfache, was man eigentlich ja schon aus der Schule weiß. Ich glaube, selbst in der Schule lernt man schon von dem Nabla-Operator, oder nicht? Kommt nicht vor, der wird erst da gemacht. Aber dass man da die partielle Ableitungen macht, das kennt man schon. Ja. Naja, also jedenfalls der Nabla-Operator ist etwas Besonderes. Gut. Also schreiben wir das entsprechend auf. Also was kriegen wir da? Das ist Epsilon I J K Nabla J V K. Das ist jetzt genau so aufgeschrieben, wie ich Ihnen das ja auch seinerzeit schon bei den kartesischen Koordinaten gezeigt habe. Ja, und da kommt also heraus Epsilon I J K V K Kovariant nach J, die kovariante Ableitung. Und jetzt muss man da natürlich wieder entsprechend aufpassen, dass man hier jetzt richtig kovariant differenziert. Und dann mal jetzt Epsilon I J K. Und dieses V K nach J, da haben wir wieder jetzt die naive Ableitung zuerst. Ich wende mich schon so dran, Ihnen das zu sagen, Sie sollten das nicht in Ihren Sprachschatz aufnehmen, sondern immer nur im Hinterkopf behalten. Weil naive Ableitung wird jetzt, was eigentlich der Wagner erzählt, nicht? Was heißt naive Ableitung? Nicht? Es ist einfach die partielle Ableitung. Nicht? Also, dvk nach dqj. Und nachdem da hier jetzt ein kovarianter Vektor, kovariant abgeleitet wird, kommt da ein Minus, wenn Sie sich erinnern. Das habe ich Ihnen damals nicht bewiesen, aber das ist keine Hexerei und Sie können ja in Ihrem Skriptum nachschauen, da steht es. Und das sind ein paar Zeilen, das zu beweisen. Und da bleibt also dann jetzt stehen, Gamma, K, je, und was nehmen wir da noch für einen Buchstaben dazu? L. Naja, so wie es halt im Alphabet 3 noch kommen. Und dann haben wir entsprechend VL. Jetzt aber, wenn Sie sich das anschauen, könnte Ihnen was Interessantes auffallen. Schauen Sie sich einmal in Ruhe diesen ganzen Ausdruck an. Insbesondere den zweiten Term, wo ja die Essenz der kovarianten Ableitung praktisch drinnen steht. Wie schaut es denn da mit den Symmetrien aus? Ah, es folgt symmetrisch mal anders.
das ist hier antisymmetrisch in J und K, das ist symmetrisch in J und K, über beide wird summiert und wenn man, das heißt, wird überschoben und wenn man was Symmetrisches mit was Antisymmetrischem überschiebt, dann kommt Null raus. Also siehe da, bei der Rotation spielt das wieder keine Rolle. Es bleibt nur stehen, Epsilon I J K, DVK nach DQJ. Also die kovariante Ableitung spielt eigentlich nur bei der Divergenz wirklich die Rolle. Bei den anderen beiden, beim Gradienten ja sowieso nicht, weil das ein Skalar ist und bei der Rotation nicht, wegen der Symmetrie der Christoffel-Symbole. Man kann also eigentlich, abgesehen von der Divergenz, recht ungeniert vorgehen. Man muss nur darauf aufpassen, dass schon, auf jeden Fall, dass, wenn man so krummlinige Koordinaten verwendet, wie zum Beispiel Kugel- oder Zylinderkoordinaten, dann die Basisvektoren nicht notwendigerweise Einheitsvektoren sind. Das heißt, wenn man dann, was in der Physik natürlich sehr praktisch ist, letzten Endes zu physikalischen Komponenten übergehen möchte, dann muss man die Komponenten dieser Vektoren noch mit den jeweiligen Beträgen der zugehörigen Basisvektoren multiplizieren. Aber das ist ja keine Hexerei. Aber darauf muss man halt Rücksicht nehmen. Und wenn man das noch hinzufügt, dann, das ist dann wirklich nur ein kleiner Spaziergang für Sie, dass Sie das machen, dann kriegen Sie wirklich ganz genau alle diese kompliziert erscheinenden Formeln heraus, die man in den Formelsammlungen für Differentialoperatoren in krummlinigen Koordinaten vorfindet. Das ist schon alles. Die Struktur steht schon da. Und das ist es, was man sich merken kann. Und ich erwähne vielleicht noch etwas. Das könnte ich vielleicht, na, kann ich da dazu, darunter auch noch dazu schreiben. Da kommt so, da wo es also wirklich vorkommt, kommt ein Gamma IIJ vor. Da wird also da innerhalb dieses Christoffel-Symbols aufsummiert. Da zeigt sich, und das ist ein bisschen eine Spülerei, sowas herzuleiten, aber es ist auch nicht wirklich kompliziert. Man zeigt, entschuldigen Sie, dass ich da mal sowas herschreibe, was man ja eigentlich besser nie hinschreiben soll, aber ja. Dass das Gamma IIJ auch geschrieben werden kann. Also I und I sind die zwei Summationsindizes, nur J ist ein freier Index da dabei. Und da kommt heraus, es lässt sich schreiben als D log von Wurzel G nach DQJ. G ist die Determinante des kovarianten Metriktensors. Das kennen Sie schon aus früheren Zeiten, eingeführt haben wir es, glaube ich, erstmals beim Epsilon-Tensor. Und dieses D log Wurzel G nach DQJ kann man natürlich nach der Kettenregel ein bisschen umschreiben. D log Wurzel G nach D Wurzel G mal D Wurzel G nach DQJ. Nun, D log Wurzel G nach D Wurzel G ist einfach 1 durch Wurzel aus G. Das ist ja die merkwürdige Eigenschaft des Logarithmus. Wenn man ihn differenziert, kommt 1 durch heraus. Deswegen ist umgekehrt das x hoch minus 1, wenn man es integrieren will, geht dann nicht so einfach, sondern da kommt dann der Logarithmus raus. Das ist also, Merkwürdigkeiten gibt es in der Mathematik. Und dann mal d Wurzel g nach dqj. Und man sieht daran natürlich, dass, und zwar das gilt allgemein, man sieht daran, dass man eigentlich auch diesen
Term mit einem Christoffelsymbol wegbringen kann. Und eigentlich für die, wenn es nur um die Vektordifferentialoperatoren in krummlinigen Koordinaten geht, braucht man die Christoffelsymbole letzten Endes nicht. Beim Gradienten sowieso nicht. Bei der Divergenz können Sie dieses Gamma I, I, J so ausrechnen und dieses Wurzel aus G, das ist meistens dann leichter zu machen, als wenn man also diese ganzen Christoffelsymbole hernehmen muss. Und bei der Rotation fallen sie wieder weg, wegen der Antisymmetrie. Also Glück gehabt sozusagen. Nicht? Also für diesen speziellen Fall kann man davon ausgehen, wir brauchen nicht weiter diese Christoffelsymbole in Betracht zu ziehen. Aber für viele andere Anwendungen, die über dieses unmittelbare Verwenden der Vektordifferentialoperatoren hinausgehen, ist es sehr wichtig, dass man sich mit den Christoffelsymbolen auskennt und weiß, wie man sie anwenden kann. Also ich mache nach wie vor Reklam dafür, mit den Christoffelsymbolen zu rechnen. Und Sie werden jetzt bei den Anwendungsbeispielen sehen, man kann gut mit ihnen umgehen. Ich glaube, ich habe Ihnen schon vor längerem einmal die Metriktensoren für Kugel- und Zylinderkoordinaten dreidimensional aufgeschrieben. Aber natürlich noch nicht die für ebenso Kugel- und Zylinder, sogar die Christoffelsymbole. Und das rechne ich Ihnen natürlich jetzt nicht vor, weil das ist Urfahrt, da rennen Sie mir alle davon, ich mag es selber nicht. Sondern das schreiben wir einfach auf und Sie waren schon so nett, sich dieser Dinge einmal anzunehmen, ich glaube bei den Kugelkoordinaten und bis auf eine Ausnahme hat das auch alles funktioniert oder so. Also er ist mein Zeuge, das kann man wirklich rechnen. Nicht? Es ist also nicht nur man rechnet und man zeigt und in Wirklichkeit kann man das nicht. Man kann sehr wohl auch jetzt mit dem, was Sie jetzt wissen, können Sie das schon. Also wir machen Anwendungsbeispiele. Die schon erwähnten. Als erstes schauen wir uns an, das E fällt um eine Punktladung. Naja, und jetzt muss man natürlich ein bisschen physikalische Intuition walten lassen. Das E-Feld rund um eine Punktladung. Was für eine Symmetrie hat das? Was für Koordinaten werden günstig sein? Naja, es ist doch nicht so wie zylindrisch irgendwie, sondern eher kugelförmig rund um diese Punktladung herum. Und daher werden wohl die Kugelkoordinaten günstig sein. Also wir wollen uns daher für diesen Fall jetzt Kugelkoordinaten wählen. Jetzt muss ich schauen, was ich da alles herbringe. Naja, also, einmal schreiben wir uns auf das GIJ. Das ist 1, 0, 0, 0, R Quadrat 0 und 0, 0, R Quadrat Sinus Quadrat Theta. Damit wir es da alle bei der Hand haben. Also das kennen Sie schon. Damit kennen Sie insbesondere, das muss ich immer wieder darauf hinweisen, weil das so praktisch ist, man kann es ablesen, die Längen der Basisvektoren, die Wurzeln aus den Hauptdiagonalelementen. 1, r und r Sinus Theta sind die Längen der drei Basisvektoren. Das ist schon was Schönes, wenn man das hat. Und die ganzen Nullen sagen uns aus, dass die alle orthogonal aufeinander sind. Und die Christoffelsymbole, da machen wir ein Gamma 1 IJ. Das brauchen Sie nicht auswendig wissen, aber aufschreiben könnten Sie es. Und dann haben Sie es immer bei der Hand.
Gamma 1 je, fängt einmal ganz aufregend an mit 0, 0, 0. Dann kommt 0 minus R0. Und dann haben wir 0, 0 und minus R Sinus Quadrat Theta. Dann haben wir ein Gamma 2 je. Da haben wir 0, 1 durch R0. Na, so. Dann haben wir 1 durch R0, 0 und 0, 0 und minus Sinus Theta Cosinus Theta. Ich überprüfe es dann nochmal, ob es wahr ist. Und das Gamma 3 je ist 0, 0, 1 durch R, 0, 0, 1 durch R. Dann haben wir 0, 0 Cotangens Theta. Und 1 durch R, Symmetriegründe, 1 durch R, Cotangens Theta und 0. Also, das GE ist sowieso klar, minus R und minus R Sinus Quadrat Theta und dann haben wir die 1 durch R da stehen und die Sin minus R. Moment. Ja, und die minus R Sinus Quadrat Theta. Und das Gamma 2 ist 1 durch R 0, 0, 0, 0, 0 minus Sinus Theta Cosinus Theta. Und das letzte ist 0, 0, 1 durch R 0, 0 Cotangens Theta, 1 durch R Cotangens 0. So schaut's aus. Passt das? Ja. Wunderbar. Da möchte ich gleich, obwohl das jetzt nichts weiter mit dem E-Feld zu tun hat, dazu sagen, dass man damit auch gleich die Größen kriegt für das zweidimensionale, die zweidimensionale Kugelfläche, wo nur Theta und Phi die Koordinaten sind, also die geografische Breite und die geografische Länge. Weil da wissen Sie schon, alles, was mit der ersten Komponente, mit der ersten Koordinate, mit der R-Koordinate zu tun hat, spielt ja dann für diese Kugelfläche keine Rolle. Daher schaut der Metriktensor so aus. Das haben wir schon besprochen. Wobei das R da drinnen jetzt keine Koordinate ist, sondern der Radius dieser zweidimensionalen Kugelfläche, die wir betrachten. Aber es steht das Theta drinnen, das ist eine Koordinate, so eine geografische Breite. Und man schafft es auch nicht durch irgendeine Transformation, das so zu kriegen, dass das konstant wird. Also hat man wirklich einen gekrümmten zweidimensionalen Raum. Aber jetzt entsprechend haben wir dann die erste Komponente spielt keine Rolle, nur die zweite und dritte. Wir haben hier die Christoffelsymbole für die Kugelfläche. Die vier und die vier. Also der Cotangens symmetrisch, da ist nichts symmetrisch. Da kommen also hier jetzt neue Dinge für Sie dazu, die Christoffelsymbole für die Kugelkoordinaten auf der Kugelfläche, was eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit ist. So schaut es aus.
das sage ich jetzt einmal gleich dazu, weil man das aus dem gleich so schön herauslesen kann. Man kann natürlich das auch ganz separat ausrechnen, indem man nur mit dem Metriktensor anfängt und dann sich mit Hilfe dieses Metriktensors eben alle diese Christoffel-Symbole ausrechnet und da kommt man auf diese zwei. Diese zwei Matrizen sind ja nur zwei, weil es ist zweidimensional. Übrigens, bevor ich jetzt wirklich weiter tue mit dem E-Feld, fällt mir noch etwas ein, was ich auch erwähnen möchte, damit es nicht untergeht. Und zwar die Verbindung dieser Ausdrücke für die Vektordifferenzialoperatoren mit dem, was Sie schon kannten bei den kartesischen Koordinaten. Hier kommt dieses Christoffel-Symbol vor. In kartesischen Koordinaten sind ja die Christoffel-Symbole alle Null, weil der Metriktensor konstant ist. Und die Christoffel-Symbole sind ja ausgedrückt durch den Metriktensor und seine ersten Ableitungen nach den Koordinaten. Wann aber der Metriktensor konstant ist, sogar die Einheitsmatrix, wenn es sich um kartesische Koordinaten handelt in einem euklidischen Raum, dann sind die Christoffel-Symbole alle Null. Und wenn die Christoffel-Symbole alle Null sind, dann bleibt bei der kovarianten Ableitung nur die partielle Ableitung über. Daher unmittelbar der Rückschritt wieder auf die Vektordifferenzialoperatoren für kartesische Koordinaten. Da bleibt nur der erste Teil stehen und der zweite ist weg. Da würde das auch wegfallen, aber bei der Rotation fällt das sowieso wegen der Symmetrie weg. Ja? Also daher ist klar und jetzt erklärt dass das völlig eindeutig, warum es notwendig war am Ende des Wintersemesters, dass wir uns, obwohl wir sonst alles so schön allgemein gemacht haben bei der Vektoranalysis, auf kartesische Koordinaten beschränken mussten, weil sonst hätten wir da eine Schwierigkeit bekommen. Aber jetzt nach einem zusätzlichen Semester, jetzt haben Sie es alles fest im Griff. Jetzt kennen Sie sich aus und jetzt wissen Sie auch, warum das hier so ist, wie es ist. Naja, und jetzt also zum E-Feld einer Punktladung. Na, und da kommt es also jetzt darauf an, das kann man natürlich jetzt sich bemühen, einfach durch Lösung der Maxwell-Gleichung oder irgendetwas auszurechnen, das machen wir nicht, sondern wir werden so vorgehen, dass wir einfach einen Ansatz machen für dieses E-Feld, entsprechend dem, was wir wissen über diese über die Lage und über die Länge dieses E-Feldes und über die Lage und Länge der entsprechenden Basisvektoren. Na, wir wissen zum Beispiel, dass der E-Vektor in der Umgebung einer Punktladung, der zeigt je nach Vorzeichen entweder radial nach innen oder radial nach außen. Das ist das, was der E-Vektor macht. Und sein Betrag wird, wenn man weggeht, die Distanz von der Punktladung größer macht, r wird größer, geht es mit 1 durch r Quadrat zurück. Das ist ja letzten Endes auch der Inhalt des Coulombschen Gesetzes, das, was darin irgendwie zum Ausdruck kommt. Na jetzt, andererseits aber, wie schaut es mit den Basisvektoren aus für die Kugelkoordinaten? Da haben wir ja da bei diesen Kugelkoordinaten, der erste Basisvektor hat die Länge Wurzel aus 1 und das ist 1. Also der R-Basisvektor hat die Länge 1 und zeigt radial nach außen. Nun sehen Sie. Damit haben wir schon alles, was wir brauchen. So praktisch ist das. Wir können jetzt sofort einen einfachen Ansatz machen. Wir wissen, E-Pfeil ist radial, sagen wir mal, nach außen, wenn die Punktladung eine positive Punktladung ist. Ne, und wenn das negativ ist, na, dann geht es natürlich nach innen. Ne? Und der Betrag von E-Pfeil ist proportional zu 1 durch r². Und jetzt ist es unmittelbar klar, wie das jetzt nun ausschauen muss. Es ergibt sich damit der Ansatz,
das ist ja da der kovariante Metriktensor. Das sind also da die kovarianten Basisvektoren. Der kontravariante hätte mir 1 durch 1 wieder die Länge 1. Aber jetzt sagen wir mal, wir beziehen uns auf die kovarianten Basisvektoren. Das heißt, wir wollen kontravariante Komponenten aufschreiben. Diese E oben I, nicht? E oben I, G unten I Pfeil. Diese E oben I werden also sein, die erste Komponente wird einfach sein, eine Konstante durch R Quadrat. Weil die Länge des zugehörigen Basisvektors ist 1, das heißt, die Komponente ist praktisch die Länge in der Richtung. Und nachdem der Basis, der E-Vektor proportional zu 1 durch R Quadrat ist, dann ist das also eben C durch R Quadrat. Und die zweite und dritte Komponente sind beide 0. So einfach ist es. Wir haben es schon. Ist das verständlich? Oder gibt es da jetzt irgendeine Unklarheit, wie wir das gemacht haben? Keine faulen Tricks. Wir sind nur einfach das Wesentliche, was man eben kennt über das E-Feld der Punktladung, haben wir verwendet. Es geht radial nach außen, daher haben wir da das. Wenn das dann eine negative Ladung ist, würde dieses C auch negativ werden, dann ist es radial nach innen. Der Basisvektor geht auch radial nach außen, der erste. Und die zweiten und dritten sind quer dazu. Und da sind die Komponenten beide 0, weil in den Richtungen hat der E-Vektor keine Komponenten. Deswegen kann man das eben so einfach aufschreiben. Aber natürlich nur dann, wenn R ungleich 0 ist. An der Stelle der Punktladung divergiert die ganze Geschichte. Na, und jetzt können wir auch nachschauen, ob das jetzt wirklich richtig ist. Das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen mit Handwaving-Arguments gemacht. Wir überprüfen das, indem wir anschauen, wie groß der Betrag des E-Vektors ist. Ja, da gehen wir auf die ganz alten Geschichten zurück. Der Betrag eines Vektors ist Wurzel aus G, I, J, E, I, E, J. Erstes Semester, sehr bald haben wir das gehabt. Das war mit der Anfang, wo wir uns damit vertraut gemacht haben, was man mit dem Metriktensor tun kann. Wurzel aus G, I, J, E, I, E, J. Naja, aber das ist ja denkbar einfach, weil es gibt nur G1, 1, G2, 2, G3, 3 und von EI ist überhaupt nur das E1 da. Es bleibt also G1, 1, E1, E1 bei dieser ganzen Doppelsumme übrig. G1, 1 ist 1 mal E1 mal E1, also das Quadrat von E1. So bleibt da C Quadrat durch R der Vierten. Oder das heißt, die Länge ist C durch R Quadrat. Naja, das ist so trivial, dass es so rauskommen muss. Aber trotzdem, Sie sehen, man kann das wirklich formal so durchschauen. Also das ist okay, das stimmt mit dem, was wir da angesetzt haben, überein. Naja, und jetzt können wir die Divergenz von E ausrechnen. Das haben wir schon am Anfang dieses Semesters gemacht, weil da haben wir uns gedacht, das E, das zeigt nach allen Richtungen nach außen, das quillt aus der Ladung heraus. Also da muss man doch mit einer Divergenz rechnen können. Also, Divergenz E-Pfeil. Ja, dieses Divergenz E-Pfeil, das ist einfach EI nach I. Kovariant nach I. Ja, und das rechnen wir uns jetzt einfach aus. Schreiben wir es zunächst einmal allgemein auf. EI Kovariant nach J. Das ist also DEI nach DQJ, die partielle Ableitung, plus Gamma I J K. EK. Naja,
Und jetzt können wir das natürlich der Reihe noch aufschreiben. Wir brauchen EI nach I. Das ist E1 nach 1 plus E2 nach 2 plus E3 nach 3. Und dann rechnen wir uns die 3 einfach aus und dann addieren wir es. Also, insbesondere haben wir jetzt E1 Kovariant nach 1. Ne, da haben wir DE1 nach DQ1, das ist aber R. Ne, das ist der erste Teil. Und jetzt haben wir Gamma 1, 1 plus Gamma 1, 1, 1, E1 und dann kommt plus Gamma 1, 1, 2, E2, das ist aber 0, plus Gamma 1, 1, 3, E3 ist wieder 0, aber vielleicht sollte ich das einmal aufschreiben, plus Gamma 1, 1, 2, E2 plus Gamma 1, 1, 3, E3. Ja? Weil wir ja da über dieses K hier summieren müssen. I und J ist 1. Naja, und was steht da jetzt alles? Also DE1 nach DR. Na gut, das muss man sich ausrechnen. E1 hängt von R wirklich ab. Plus Gamma 1, 1, 1. Gamma 1, 1, 1. 0. Plus, da steht E oben 2. E oben 2 ist 0 und E oben 3 ist auch 0. Und es bleibt stehen, DE1 nach DR. Ja, das ist E1 ist C durch R Quadrat. Wenn man das nach R differenziert, R hoch minus 2, minus 2 mal R hoch minus 3, ist also minus 2 C durch R der dritten. Einverstanden? Einfache Rechnung. Ja? Fragen Sie nur, wann irgendwas. Ich kann mich ja wirklich irren, ich habe mich schon oft genug geirrt. Aber Gott sei Dank haben Sie es immer rechtzeitig dann kritisiert, damit es nicht falsch am Bandel war. Also, E2, Kovariant nach 2. DE2 nach DR Theta Phi. DE2 nach D Theta. Und jetzt kriegen wir plus Gamma 2, 2, 1, E1 und nein, schreiben wir es nur auf. Plus Gamma 2, 2, 2, E2 plus Gamma 2, 2, 3, E3 und da schauen wir mal nach, was wir da alles haben. E2 ist 0. Daher, alles, wenn man die 0 noch irgendwas ableitet, bleibt es 0. Gamma 2, 2, 1. Gamma 2, 2, 1. Das ist 1 durch R. Jetzt haben wir einmal was. E1 ist auch was. Das ist C durch R Quadrat. Aber E2 ist 0 und E3 ist 0. Also es bleibt was. Und zwar steht C durch R der dritten. C
C durch R der dritten. Ja? Jetzt werden wir gleich wissen, was rauskommt. Als letztes kommt E3-Kovariant nach 3. Das ist also jetzt DE3 nach D Phi plus Gamma 3, 3, 1 E1 plus Gamma 3, 3, 2, E2 plus Gamma 3, 3, 3, E3. Sie sind schon so alte Füchse und Füchsinnen, dass ich das jetzt nicht mehr weiter erklären muss, was ich da tue. DE3 nach D Phi, naja, E3 ist eh schon 0, also da wird es auch nicht mehr viel rauskommen, wenn man das noch differenziert, das bleibt 0. Gamma 3, 3, 1. Gamma 3, 3, 1. Das ist 1 durch R. Und das E1 ist auch was. Das ist C durch R². Aber E2 ist 0 und E3 ist 0. Das ist so bequem. Man kann das sofort, weil nur eine Komponente was ist. Und es bleibt stehen, C durch R der dritten. Und siehe da, Ergebnis, die Divergenz von E Pfeil, das ist also EI Kovariant nach I, E1 nach 1 plus E2 nach 2 plus E3 nach 3 minus 2C durch R der dritten plus C durch R der dritten plus C durch R der dritten ist 0. Und das schaut komisch aus. Das haben wir schon gesehen Anfang dieses Semesters, dass das komisch ist. Weil da denkt man doch, wie vorhin gesagt, da quillt das E-Feld aus dieser Punktladung heraus und es ist die Divergenz 0. Überall. Nein, nicht überall. In der Punktladung selber ist sie gar nicht definiert. Daher ist sie auch nicht 0, sondern gar nichts. Aber ansonsten überall 0. Und was hat das zu sagen? Das hatten wir uns ja seinerzeit dieses Beispiel vorgenommen, weil ich Ihnen damit zeigen wollte, dass es bei den Integralsätzen und ihre Anwendbarkeit auf den Zusammenhang der entsprechenden Mengen ankam. Da gibt es eine Aussage, Sie brauchen nur zurückblättern in Ihrem Skriptum, dass wenn die Divergenz E gleich 0 ist, und das kommt da heraus, auf einer zwei zusammenhängenden Menge, dann ist der Fluss aus jeder geschlossenen Fläche gleich 0. Und man neigt als Physiker gern, solche Beisätze einfach wegzulassen, weil das eher Spintisierereien der Mathematiker sind und man darauf eigentlich nicht Rücksicht nehmen soll, weil das braucht eh keiner. Aber das braucht man sehr wohl, denn dieser Nebensatz bedeutet, dass für diesen konkreten Fall, wo dieses E-Feld ja gar nicht auf einem zwei zusammenhängenden Bereich definiert ist, weil es bei der Ladung selbst nicht definiert ist, geht auch diese Aussage nicht und daher kann man nicht folgern, dass der Fluss aus jeder geschlossenen Fläche gleich 0 ist. Und daher braucht einen das sozusagen noch nicht beunruhigen, aber mehr noch als das. Sie kennen ja jetzt schon die Maxwell-Gleichungen, das sind wir schon besser dran als am Anfang dieses Semesters. Und da gibt es doch diese eine, die sagt, Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Naja, Rho ist die Ladungsdichte. Überall bei dieser Punktladung und dem ganzen System, das wir da betrachten, wo eine Ladungsdichte definiert ist, ist sie 0. Nur in der Punktladung selbst, dort ist sie gar nicht definiert. Dort wäre sie dann sozusagen unendlich groß. Aber das ist eben, besser gesagt, nicht definiert. Das heißt, Divergenz E ist 0 überall
bis auf die Stelle der Punktladung. Und überall außerhalb der Punktladung ist ja auch die Ladungsdichte null. Es stimmt ja alles. Es darf gar nicht anders sein. Nur kann man eben nicht folgern daraus, dass eben der Fluss aus jeder geschlossenen Fläche gleich null sein muss. Diejenigen geschlossenen Flächen, die die Punktladung einschließen, bei denen ist der Fluss natürlich nicht gleich null. Aber wenn Sie irgendeine geschlossene Fläche nehmen, wo die Punktladung nicht mit eingeschlossen ist, da geht immer auf der einen Seite so viel Feld hinein, wie auf der anderen Seite wieder heraus. Und dort ist dann der Nettofluss auch gleich null. Es passt also alles. Dieses Ergebnis stimmt mit unserer Erwartung überein und das kommt auch richtig heraus, wenn man es ordentlich rechnet. Würden Sie das aber jetzt wieder ein bisschen lässig sich denken, brauchen wir doch nicht so schwierig herum, denn der mit seinen blöden Christoffel-Symbole, lassen wir doch das einfach weg. Dann hätten wir nur DE1 nach DR und dann alles andere ist 0. Wenn man nur diese partiellen Ableitungen betrachten würde, dann ist das 0 und es bleibt stehen, minus 2c durch r der dritten. Und es käme gar nicht 0 heraus für die Divergenz. Wenn man das also richtig machen möchte, muss man es natürlich mit der kovarianten Ableitung machen und braucht diesen zweiten Teil. Gerade da oben spielen sie keine Rolle, aber da haben sie es so. Das spielt eine Rolle hier und das spielt eine Rolle. Und die beiden in Zusammenarbeit sozusagen reduzieren das wieder auf Null herunter. Dazu braucht man die kovariante Ableitung, damit das richtig herauskommt. Also das möchte ich Ihnen mit diesem einfachen Beispiel damit wirklich so nahe bringen, dass Sie das Gefühl haben, das ist wirklich notwendig. Und jetzt machen wir noch das zweite Anwendungsbeispiel, das sich da hier anbietet. Na, was ist denn? Selbstredend können Sie sich jederzeit melden, wenn irgendwas unklar ist. Ich gehe jetzt nur weiter, weil wir haben nur mal eine halbe Stunde und es wäre schön, wenn wir das dann durchbringen würden. Jetzt haben wir also nach dem E-Feld um eine Punktladung das B-Feld um einen stromdurchflossenen Leiter. Das betrachten wir jetzt. Naja, und ich glaube, da kann man sich sehr schnell überlegen, was man da brauchen wird, das sind Zylinderkoordinaten. Das sind geradlinigen, stromdurchflossenen Leiter. Da ergibt sich, wie man weiß, ein magnetischer Feldwirbel. Das entspricht auch der entsprechenden Maxwell-Gleichung. Rot B ist gleich μ0 mal J. Und dann kommt noch der zweite Term da dazu, dieser maxwellische Verschiebungsstrom. Aber nachdem wir da keine zeitlichen Ableitungen, keine zeitlichen Änderungen haben, brauchen wir den da nicht. Also wir haben jedenfalls guten Grund, Zylinderkoordinaten anzuwenden. Und die schreiben wir heute wieder zusammen. Alles, was wir so brauchen von den Zylinderkoordinaten. Da haben wir die GIJ, das ist 1, 0, 0, 0, R Quadrat, 0, 0, 0, 1. Noch einfacher, die Zylinderkoordinaten. Und wieder hat man damit die Längen der Basisvektoren, klarerweise. Und dann wieder die Christoffel-Symbole, die habe ich da auch direkt drunter geschrieben. Also machen wir mal Gamma 1 IJ. Das ist ein sehr einfacher. Aber die sind überhaupt, die sind recht, Sie werden sehen, die haben fast nichts, diese Christoffel-Symbole. Da haben wir also 0, 0, 0, 0 minus R, 0 und wieder 0, 0, 0, da steht nur minus R drinnen. Da oben hat es dann noch dieses minus R Sinus Quadrat Theta gegeben. Und Gamma 2 IJ,
Da haben wir 0, 1 durch R, 0. Dann haben wir da 1 durch R, 0, 0 und 0, 0, 0. Und letztlich Gamma 3, I je, dieses Gamma 3 je ist besonders enttäuschend, das hat überhaupt nichts. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Man muss es sich aber durchrechnen. Meistens ergibt sich das dann dadurch, dass bei der Definition sie dann immer ein paar Sachen gegenseitig wegreduzieren. Aber so kommt es halt heraus. Und ich möchte auch hier wieder betonen, dass man da jetzt wieder entsprechend wie bei der Kugelkoordinaten die Kugelfläche bekommen hat. Wenn man da jetzt die nur zweite und dritte Komponente hat, hat man dann die Zylinderfläche. Und für die Zylinderfläche haben wir dann hier den zweidimensionalen Metriktensor, der da steht. Wobei aber das R da der Radius der Zylinderfläche ist und eine Konstante. Damit ist dieser Metriktensor eine Konstante. Das heißt, die Zylinderfläche ist ein flacher Raum. Das hatten wir schon einmal besprochen, ist aber so wichtig, dass ich es noch einmal sage. Das ist so, wie wenn man ein Geschenkspapier hat und ausrollt, dann ist zuerst was auf dem Zylinder aufgerollt worden, nachher dann flach und es ändert sich sonst nichts an den Abstandsverhältnissen auf diesem Geschenkspapier. Also da, hier haben Sie einen flachen Raum, nicht wie bei den Kugelkoordinaten, dass das ein gekrümmter zweidimensionaler Raum ist. Und das muss sich jetzt aber auch an den Christoffelsymbolen zeigen, weil da sind ja schon diese Komponenten auf der Zylinderfläche alle konstant. Das ist ja der Radius der Zylinderfläche und keine Koordinate. Da heißt es alles konstant und nachdem die Christoffelsymbole lauter Ableitungen enthalten, von müssen die alle Null sein und schauen Sie mal. Das ist alles Null und das ist alles Null. Und die ersten Zöner nicht, weil das ist ja, außerdem ist ja das auch dann eine Konstante. Aber weil wir gehen ja nur auf die zweite und dritte Koordinate, damit man auf der Zylinderfläche etwas anschauen kann. Ja? Verstehen Sie? Dass Sie das nur gleich irgendwie sehen, was also sich daraus alles für Konsequenzen ergeben. Damit haben wir also wieder die Szene bereit, um alles auszurechnen. Und das geht also jetzt mindestens so einfach. Das B-Feld ist ein Wirbelfeld um den Leiter. Da haben wir es radial nach außen. Ist Wirbelfeld um den Leiter. Und außerdem ist der Betrag von B-Pfeil proportional nicht zu 1 durch R Quadrat, sondern zu 1 durch R. Sehr wichtig. Wobei ich nicht müde werde, immer wieder zu betonen, dass das nicht irgendeine Spezialität des B-Feldes ist, dass das gerade so eine andere Abhängigkeit hat, sondern das liegt an der Geometrie. Bei einer Kugelgeometrie ist die Abstandsabhängigkeit eine andere als bei der Zylindergeometrie. So wie bei Lichtquellen. Eine punktförmige Lichtquelle erzeugt rundherum ein Lichtfeld, wo mit dem Abstand die Intensität quadratisch abnimmt. Dagegen eine linienförmige Lichtquelle, so wie das da oben, noch länger vielleicht. Wenn Sie da den Abstand größer machen, da geht das nur linear mit dem Abstand zurück. Aus ganz einfachen geometrischen Gründen. Und das hat da genau dieselbe Ursache. Das ist nicht irgendeine Besonderheit, die so innen drin ist in diesen Feldern, sondern das ist eine Geometrieeigenschaft. Genauso geht deswegen auch das Gravitationsfeld rund um eine Punktmasse, wie zum Beispiel Sonne. Es war ein großer Punkt, aber wenn man lang genug, weit genug weg ist von der Sonne, ist es da praktisch wie ein Punkt. Nicht? Und es geht genauso mit 1 durch R Quadrat zurück. Und so lange Massenlinien, die haben wir eigentlich nicht, dass man da das mit 1 durch... Naja. Also, okay.
Und jetzt machen wir also hier wieder den Ansatz. Wie setzen wir dieses Feld an? Da müssen wir uns natürlich wieder anschauen, wie liegen die Basisvektoren. Längen und Lagen der Basisvektoren. Na, da brauchen wir uns natürlich wieder nur den Metriktensor anschauen. Der erste Basisvektor, der geht radial nach außen, so quer zur Zylinderachse, radial nach außen, der hat die Länge 1. Nur der wird für uns keine Rolle spielen, weil das B-Feld ist ein Wirbelfeld rund um das. Es hat keine radialen Komponenten. Der zweite hat die Länge R, der zweite Basisvektor. Das ist der, der tangentiell an die Zylinderfläche liegt. Das ist der Basisvektor, der in dieselbe Richtung zeigt wie der B-Vektor. Der zeigt ja so rundherum. Und der dritte, der hat wieder die Länge 1, der geht parallel zur Achse, da wann so der Leiter geht. In der Richtung hat aber das B-Feld keine Komponente. Das heißt, das hat nur eine Zweikomponente. Das ist die, wo es also so tangentiell rund um diesen Leiter herumgeht. Und diese Zweikomponente bezieht sich jetzt auf diesen Basisvektor, der die Länge R hat. Das heißt, bei der Komponente muss man auf das Rücksicht nehmen und man muss daher noch ein 1 durch R zuerst einmal nehmen, um daraus einen Einheitsvektor zu kriegen. Und dann soll es noch mit 1 durch R abnehmen mit der Distanz. Also werden wir den Ansatz versuchen, B oben I, das bezieht sich wieder auf die kovariante Basis, 0, C durch R Quadrat und 0. Das schaut jetzt ähnlich aus wie da oben, hat aber einen anderen Grund. Hier ist entscheidend, dass der Basisvektor selbst die Länge R hat. Und man muss den einmal mit dem Faktor 1 durch R auf 1 herunterbringen. Und dann braucht man nochmal einen Faktor 1 durch R, um zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem Abstand der B-Vektor mit 1 durch R abnimmt. Na, das wird Ihnen jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vorkommen. Obwohl, an das gewöhnt man sich rasch, wenn man mit diesen Basisvektoren arbeitet. Die sind halt nicht immer von der Länge 1. Na, auf das kann man sich ja einstellen. Trotzdem wollen wir natürlich schauen, ob es wahr ist. Wir machen wieder so wie da oben eine Probe. Auch da oben ist nicht so weit aufgezogen. Wir machen eine Probe und wir schauen einfach nach, was dabei also jetzt herauskommt. Indem wir nachschauen, wie groß ist denn der Betrag von B-Pfeil? So wie wir da oben geschaut haben, was der Betrag von E-Pfeil ist. Betrag von B-Pfeil ist Wurzel aus G I J B I B J. Bei den B, das B1 ist 0 und das B3 ist 0. Aber das B2 hat was. Das heißt, nur mit B2 geht was. Also versuchen wir es mit G2,2. G2,2 ist R². Haben wir Wurzel aus R² mal. Und also G2,2, B2, B2. Das ist das Einzige, was überbleibt von dieser Summe. G2,2, B2, B2, weil nur B2 ist von 0 verschieden. Und B2 ist also C durch R², haben wir C² durch R². Und was bleibt stehen? R² durch R² ist 1 durch R², sagen wir C² durch R² und die Wurzel draus ist C durch R. Und es stimmt. Das ist dieses Proportional zu 1 durch R, was wir da gesagt haben. Es ist auch hier okay. Und jetzt ist da C durch R und da oben war C durch R². Ja, und nachdem das also ein Wirbelfeld rund um diesen Leiter herum ist, rechnen wir uns natürlich die Rotation aus. Die Rotation dieses Wirbelfeldes.
So wie wir da die Divergenz oben ausgerechnet haben. Die Rotation von diesem B-Pfeil, die i-te Komponente. Naja, was ist das? Da benutzen wir jetzt das, was wir da oben schon allgemein herausgefunden haben. Wir brauchen jetzt nicht mehr mit Christoffel-Symbolen herumzuschlagen, weil die wegen ihrer Symmetrie sich da nicht in Erscheinung treten. Also bleibt nur stehen, Epsilon IJK, DVK nach DQJ. Also schreiben wir das gleich so auf. Epsilon IJK. Und dann bleibt also eben stehen, dvk nach dqj, das heißt dbk nach dqj. I ist der freie Index, j und k gegen j und k, da hier geht sich so aus. Da sehen Sie aber jetzt, dass man da jetzt die Kovariantenkomponenten von dem B brauchen. Wir müssen das also da herunterziehen. Sie sehen, das Klavier, auf dem man da spielen muss, das muss man schon einigermaßen beherrschen. Aber diese Geschichten mit den Indexmanipulationen, das ist Ihnen ja, glaube ich, schon in Fleisch und Blut übergegangen. Also wenn man da einen Index herunterziehen möchte, dann haben wir des Index, dann erhalten wir B unten I ist G unten I J B oben J. Und dann rechnen wir uns das der Reihe noch aus, dass B unten 1, also das geht jetzt für das I gleich 1 einmal. Haben wir G1, 1, B1. Na, B1 ist aber 0. Plus G1, 2, B2. G1, 2 ist 0. Plus G1, 3, B3 ist auch 0. Das ist also 0. Ja? Dann haben wir B2. Ich kann das gleich daneben. B2. Da haben wir G21 B1, na G21 ist 0. G22 B2. G22 B2. G22 ist R Quadrat. Und B2 ist C durch R Quadrat. Plus G2, 3, B3, aber G2, 3 ist wieder 0. Also kommt nichts mehr, ist also gleich, die R-Quadrat gehen weg, einfach C. Und B unten 3 ist G3, 1, B1 plus G3, 2 ist wieder 0. B2 plus G3, 3, B3 ist wieder 0. Wir erhalten damit also der Vektor B unten I, da haben wir den B oben I gehabt, der Vektor B unten I hat die Komponenten 0, C und 0. Konstante Komponenten. Jetzt werden Sie sagen, wie kann es denn sowas geben? Der muss doch abhängig sein vom Ort nach wie vor, denn wenn ich weiter weggehe, dann wird ja das sich ändern, aber es ändert sich ja auch, das sind jetzt die Kovarianten, die beziehen sich auf die Kontravarianten-Basisvektoren. Und diese Kontravarianten-Basisvektoren, die kehren wieder da zu den Reziproken, da hat dann der die Länge 1 durch R
Und das hat schon die richtige Abhängigkeit. Das braucht man nur mehr mit einer Konstanten multiplizieren. Für die kontravarianten Basisvektoren braucht man gar nichts weiter zu tun. Das ist schon alles richtig. Ja? Ja, und wenn das aber jetzt vorhanden ist, ich schreibe da noch spezieller so hin, damit das ja auch klar ist. Konstant. Ja, und jetzt braucht man nur einsetzen. Jetzt kriegt man es unmittelbar. Resultat. Das Rotation B oben I. Ist gleich. Und da steht der Epsilon-Tensor mal dBk nach dQj. Alle drei B sind konstant. Wenn Sie es nach irgendeiner Koordinate differenzieren, kommt 0 heraus. Die sind alle 0. Ich schreibe es nochmal her. Epsilon ijk dBk nach dQj, aber das ist alles 0. Und daher ist die Rotation gleich 0. So wie es da die Divergenz war, kommt jetzt da die Rotation heraus als 0. Und zwar, wenn man das ja, für alle i, ich habe ja beliebiges i da eingesetzt, der Rotationsvektor hat 0, 0, 0, der da herauskommt. Und da hat man jetzt wieder die gleichartig absurd erscheinende Schlussfolgerung, dass sich da zwar rund um diesen Leiter ein magnetischer Feldwirbel umgibt, aber die Rotation ist null. Wie kann sowas sein? Und da gibt es eben nun ebenfalls Gesetzmäßigkeit, die sich jetzt wirklich auf 1 zusammenhängende Mengen bezieht und nicht, wie ich vorhin gesagt habe, bei den anderen. Wenn die Rotation B gleich 0 ist, so wie es hier der Fall ist, auf einer 1 zusammenhängenden Menge, dann muss die Zirkulation längs jeder geschlossenen Kurve gleich 0 sein. Und da lachen ja die Hühner, brauchen sie nur rund um den Leiter eine geschlossene Linie nehmen und da wird die Zirkulation garantiert nicht gleich 0 sein. Aber die wichtige Voraussetzung, die ich dazu gesagt habe, auf einer 1, jetzt wirklich 1 zusammenhängend, auf einer 1 zusammenhängenden Menge gilt das, aber das ist nicht 1 zusammenhängend, weil ich habe da wieder oben schon hingeschrieben, na wo bin ich das jetzt? Das habe ich nicht hingeschrieben. Das geht wieder nur für r ungleich 0, weil da ja 1 durch r Quadrat steht. Also längs dieses dünnen geradlinigen Stromleiters ist das Feld gar nicht definiert und daher, wenn man eine geschlossene Linie betrachtet, die den Leiter umfasst und will sie auf einen Punkt zusammenschrumpfen lassen, dann hängt sie sich an dem Leiter auf und man kriegt dann letztlich Endes nicht ein Element des Definitionsbereiches. Also ist der Definitionsbereich für das B-Feld nicht 1 zusammenhängend und daher gilt auch diese Folgerung nicht, dass also die Zirkulation längs jeder geschlossenen Kurve gleich 0 sein muss. Und außerdem haben Sie ja jetzt auch wieder schon so schön den Überblick über die Maxwell-Gleichungen, dass man eben, wir wissen doch, Rotation B ist μ0 mal j plus Epsilon 0 μ0 dE nach dt. Aber das können wir weglassen, weil Zeitabhängigkeiten wollen wir in dem Zusammenhang nicht betrachten. Und da steht also die Stromdichte auf der anderen Seite. Und außerhalb dieses dünnen Stromleiters ist sie ja überall null. Daher muss das Rotation B ja überall null sein, bis auf den Leiter. Und im Leiter ist es ja gar nicht definiert. Ja? Also alles passt gut zusammen. Und Sie sehen jetzt, wir haben doch in relativ wenig
Platz hier. Sowohl das E-Feld als auch das B-Feld durchrechnen können. Anfang des Semesters haben wir, wenn wir das genauso genau durchrechnen wollten, hätten wir für jedes eine Vorlesung braucht. Jetzt haben wir das also so gemacht und haben noch zuerst die allgemeinen Vektordifferentialoperatoren gebracht. Ich hoffe, dass Sie sehen, dass das also wirklich viel einfacher ist mit angepassten Koordinaten. Der Hauptvorteil ist der, dass eben die jeweiligen Felder, das E-Feld da oben und das B-Feld hier, nur mehr eine Komponente ungleich Null haben und die anderen sind Null. Und dadurch wird das ganze Rechnen natürlich weitaus übersichtlicher und einfacher. Also ich hoffe, dass ich Ihnen damit so ein bisschen ein Gefühl für die unmittelbare Anwendbarkeit dieser Dinge auch auf Ihr jetziges tägliches Leben sozusagen geben konnte, weil diese Vektor, also tägliches Leben, tägliches Physikerleben natürlich, gegeben hat, weil die Vektordifferentialoperatoren, die braucht man wirklich allenthalben und nicht erst in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und daher ist es gut, wenn man diese Scheu ablegen kann, immer sich zu denken, da kommen wir wieder nur auf kartesische Koordinaten. Da hat er ja gesagt, das geht nur. Jetzt hat er das nicht mehr gesagt. Jetzt können Sie das mit allen Koordinaten machen. Sie müssen nur wissen, wie. Und der Kern des Ganzen ist bei allen diesen Dingen die kovariante Ableitung. Damit sind wir eigentlich am Ende des Stoffes, den ich mir immer schon, auch in den vergangenen Jahren, vorgenommen habe für das Sommersemester. Diejenigen unter Ihnen, die aber vielleicht ein bisschen aufmerksam mitgeschaut haben, was ich gebracht habe und was nicht, werden gesehen haben, im Skriptum steht einiges drin, was ich Ihnen jetzt gar nicht erzählt habe in der Vorlesung. Das hatte einen Sinn, weil ich wollte mir noch drei Vorlesungen freikämpfen sozusagen. Wir haben nämlich noch drei Vorlesungen. Und das ist jetzt nach der Pflicht, die endet hier sozusagen, die Kür. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, mit dem, was uns jetzt schon zur Verfügung steht, und Sie werden sehen, das ist jetzt schon ausreichend. Einerseits in relativ kurzer Zeit die wichtigsten Eigenschaften der kovarianten Ableitung herauszufinden und dann anschließend daran, und jetzt möchte ich Sie ein bisschen motivieren, dass Sie dabei bleiben, obwohl jetzt die Pflicht schon vorbei ist sozusagen, im Anschluss daran werden wir uns höhere Ableitungen anschauen. Zweimal hintereinander kovariant differenzieren. Jetzt werden Sie denken, wer braucht denn sowas? Aber bei den partiellen Ableitungen wissen Sie doch, es ist wurscht, nach was man zuerst ableitet. Es kommt dasselbe raus. Siehe da, bei der kovarianten Ableitung ist das nicht so. Und das führt zu was ganz Wichtigem, weil nämlich der Unterschied von Vi nach j nach k minus Vi nach k nach j einen Ausdruck ergibt, der was Neues beinhaltet, nämlich den sogenannten Riemannschen Krümmungstensor. Und der Riemannsche Krümmungstensor, dieser Tensor vierter Stufe, oh graus, aber bitte, mein Gott, der ist also eine entscheidende kovariante Größe, mit Hilfe derer man überprüfen kann, ob der Raum, in dem man sich befindet, gekrümmt ist oder nicht. Jetzt rede ich wirklich von dem Raum und nicht nur von krummlinigen Koordinaten, sondern ob der Raum gekrümmt ist oder nicht. Dieser Riemannsche Krümmungstensor ist dann auch der Tensor, den sozusagen der Einstein sich als Ausgangspunkt genommen hat, um die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit in Zusammenhang zu bringen mit dem Energieimpulstensor, der so im Wesentlichen eine Verallgemeinerung der Massendichte ist auf eine kompliziertere vierdimensionale Geometrie. Und da wird sich zeigen, und das werde ich Ihnen, ich glaube schon nächstes Mal, ich werde sehen, wie sich das ausgeht, vorführen können. Da wird sich zeigen, dass das nicht so ganz einfach ist. Weil der Energieimpulstensor, der da sozusagen der Quellterm ist, der hat gewisse Eigenschaften. Tij nach j muss nämlich 0 sein.
weil da ist die Energieimpulserhaltung drinnen. So muss man also was finden, was diese Eigenschaft auch hat und mit dieser Krümmung dieser vierdimensionalen Raumzeit verbandelt ist. Und daran hat er ein paar Jahre gekämpft. Wobei am Anfang er eine ganz wichtige Relation, die wir gleich nächstes Mal besprechen werden, noch nicht gekannt hat. Das hat ihn ein paar Jahre zurückgeworfen. Sie dürfen nicht vergessen, ich möchte mir es nicht lustig machen, aber damals hat ja kein Physiker was von Riemannscher Geometrie verstanden. Die haben ja alle geglaubt, klarerweise, das ist irgendwas, was sich heute der Herr Riemann einmal ausgedacht hat. Aber dann ist eben die Idee gekommen, das könnte man für den Zweck verwenden. Und da hat er sich erst auch mit Hilfe von wem anderen in diese ganze Materie einarbeiten müssen. Und dann hat sich gezeigt, da gibt es eine Möglichkeit. Und die Möglichkeit, die werde ich Ihnen also in den nächsten Stunden noch vorführen. Und nicht nur das, wir werden auch geometrisch noch ein bisschen was dazulernen. Was bedeutet es, längs einer Kurve in einem allgemeinen Riemannschen Raum einen Vektor parallel zu verschieben? Die Parallelverschiebung längs Kurven. Sollte man meinen, das ist einfach. Aber so einfach ist das nicht. Wenn Sie sich eine Kugelfläche wie die Erdoberfläche vorstellen und Sie gehen jetzt, Sie machen zum Beispiel eine Schiffsreise entlang eines Meridians. Ein Meridian, das ist eine der geradesten möglichen Linien, die es gibt. Der Tangentenvektor an diesem Meridian muss daher ein immer paralleler Vektor sein. Aber von außen betrachtet macht er sowas. Aber aus der Sicht der Kugeloberfläche ist er immer in sich parallel verschoben. Die Parallelverschiebung in der Riemannschen Geometrie ist allgemeiner als in der euklidischen Geometrie. Diese Sachen werden wir auch besprechen. Und wenn man längs einer geschlossenen Kurve parallel verschiebt, dann kommt man nicht notwendigerweise auf denselben Vektor zurück. Und Leute, die intelligenten Ameisen auf dem Fußball sozusagen, die das machen, stellen dann fest, hoppla, ich bin ja auf einem gekrümmten Fußball und nicht auf einer euklidischen Ebene. Das sind die Überlegungen, die bei der vierdimensionalen Raumzeit der allgemeinen Relativistik sind, weil da kommt es eben zu Beobachtungen, die diese Krümmung erforderlich machen. Na, so viel jetzt einmal, damit Sie schon ein bisschen sich vorstellen können, was jetzt in den nächsten drei Vorlesungsstunden noch kommt. Und dann hoffe ich Ihnen doch, jetzt schon hoffe ich Ihnen gezeigt zu haben, dass diese Riemannsche Geometrie mit der kovarianten Ableitung für so praktische Dinge wie die Vektordifferentialoperatoren in krummlinigen Koordinaten sehr wichtig ist. Aber jetzt darüber hinaus zeigt sich natürlich, dass es wirklich sehr aufregende Anwendungen in der Physik gibt. Also ich freue mich auf die nächsten paar Vorlesungen. Danke.